heutigen Tag innerhalb dieser Feier der Eucharistie möchte ich Ihnen allen herzlich danken. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre in Ihrer beruflichen Ausbildung erworbene Kompetenz, Ihr Wissen, Ihre Talente und Ihre Kraft mit hohem Engagement und mit großer Motivation einbringen. Wir haben Sie noch herzlich einladen, dass Sie hinübergehen mit mir das Beginn des geschäftlichen Ordinariats zur Begegnung zu einem Imbiss. Was ich immer ganz besonders an ihm geschätzt habe, war wirklich seine Unermüdlichkeit, seine Energie, seine Tatkraft. Ich erinnere mich an seine freundliche Art und Ausstrahlung. Das ist was, was ich immer mit ihm verbinden werde. Also ich wünsche ihm jetzt natürlich einfach ganz viel Freiheit, Selbstbestimmung, auch die Möglichkeit, seine Kirche nochmal aus ganz neuen Blickwinkeln und Facetten wahrzunehmen. Circa 1,2 Millionen Kilometer habe ich mit ihm gefahren. Dass er sich gut in Stuttgart einlebt, viel Gesundheit, dass er noch lange in Stuttgart bleiben kann und dass er jetzt von dem Stress wegkommt und in Ruhe mal ein Buch lesen kann.